Buongiorno amici! Endlich nach so langer Zeit, Annika ist wieder auf meinem Kanal. Juhu! Und diesmal seine Kindheitsbilder neu gemalt. Ey, ganz ehrlich, ich fand sie richtig interessant. Und das sind so richtig ungewöhnliche Kindheitsbilder. Ich will da richtig wissen, wieso. Ja, dann habe ich mir was ausgedacht. Das ist vielleicht auch mal was Neues hier. Auf jeden Fall. Erstmal wollte ich euch auch das zeigen. Das habe ich nicht neu gemalt, weil es gibt einfach nichts neu zu machen. Das ist so krass, so gut schon. Du hast dich von dieses berühmte Bild von Caspar David Friedrich inspirieren lassen. Ne? Das war auch ein großes Bild, so richtig mit Pinseln auch. Aufwendig. Haben wir in der 6. Klasse, glaube ich, gemacht. Und dann hieß es so, ja, okay, ihr dürft das jetzt ausschneiden und dann setzt ihr den einfach irgendwo anders rein. Ja, eigentlich, ich glaube, ich hab so 3 oder 2 drauf bekommen oder so. Richtig gut. Naja. Also das wollte ich für euch auf jeden Fall zeigen, aber sowas kann ich nicht neu malen. Das ist schon gut so. Und dann... Boah, jetzt bin ich gespannt. Ich habe 2 Bilder dann ausgewählt. Boah, das ist genau das, was ich bekommen will. Ja, ich habe das gesehen, dachte mir so, ja, eigentlich passt das jetzt nicht so zum Thema, weil jetzt muss ich dir, was willst du als erstes zeigen? Der Schuh. Der Schuh, den habe ich in der 7. Klasse gemalt. In der 7. schon? Ja, eben. Und deswegen habe ich, das ist jetzt nicht so ein krasses Kindheitsbild. Schon? Ja, schon. Also wie alt war ich da? 14 oder so, weiß ich so nicht mehr. Deswegen der Schuh, dachte ich mir so, ja, okay, das kennt vielleicht eine witzige Sache. Voll. Guten Tag. Na. Boah. Was? Hey, zeig mal. Folgt mir auf Instagram, einfach Jimmy. Nee, mir fiel das nur gerade ein und ich hatte zufällig auch mal für so Kindheitsbilder neu zeichnen, mal meine Sachen aus der Schule gemacht. Ja, richtig nice. Danke, Jimpel. Das ist eine Verfremdung von einem Schuh, wie gesagt. Und ich habe auch eigentlich Wandmalereien, es soll Vans sein. Ja, das war das Geilste für mich. Das ist eine Höhle geworden mit diesen Criture Rupestri da drin. Ich habe, glaube ich, eine 3 drauf bekommen und dann bin ich... Ich wollte nur halt die Kritik dazu haben, so warum habe ich eine 3 bekommen und so. Und dann habe ich... Glaub, ja, wie so eine 3? Was dann, soll das? Und dann habe ich so gegen argumentiert und dann habe ich eine 2 bekommen. Nein, so muss es sein. Ja. Wie bist du auf sowas gekommen, weißt du? Das Thema war ja eben... Wir haben alle einen Schuh gehabt und dann sollten wir den verfremden. Alle hatten einen Schuh, selben Thema. Ja, genau. Aber jetzt jeder halt so seinen eigenen Schuh. Ich weiß es nicht, ich habe meinen Schuh hingelegt, habe ihn angeguckt und mir gedacht, so, ja, was könnte ich daraus machen? Schöne Aufgabe auch. Und ich habe versucht, die Atmosphäre ein bisschen noch intensiver zu machen. Ja. Oh ja, wirst du jetzt gleich sehen. Aber erstmal Speed Drawing! Und so ist es dann geworden. Nice! Wie findest du das? Vor allem, wie die halt auch wirklich durch den Stein durchgehen. Das ist so. Das ist so eine Fusion zwischen Schnürsenkeln und Bäumen. Ja. Das habe ich nämlich genau nicht hinbekommen bei meinem Bild. Aber richtig cool. Vor allem die Farben. Ich mag das. Ich mag so warme Farben. Ja, ja. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Meine Bilder sind auch immer so. Das Licht setzt warm. Mich, warmes Licht und so. Ich liebe sie auch. Ich liebe das auch. Ich habe auch den Schneemann, den du bei Luca gemalt hast. Den fand ich am besten tatsächlich von allen. Ah, weil er so geleuchtet hat.
Ich liebe so Licht einsetzen. Ja. Das, was ich am meisten liebe in dieses ganze Malprozess, ist genau am Ende, wo ich mit den Lichtern und Schatten so spielen muss. Da kreiere ich die Atmosphäre und das macht am meisten Spaß. Wie, genau wie du sagst, also bei Luca, beim Schneemann war auch dasselbe so. Das hat richtig Spaß gemacht. In beide Zeichnungen von dir waren aber keine Menschen. Hier hast du eine Höhle mit diesen Zeichnungen auf der Wand und in die nächste Zeichnung würden auch so Menschen gut reinpassen, aber du hast trotzdem gewählt, alles so tot zu machen, aber das feiere immer, ich. Immer, das weil feiere ich konnte keine Menschen zeichnen. Die haben bei mir Proportionen, die sowas von falsch sind und deswegen habe ich nie Menschen dazu gemacht. Ich glaube, das war auch vom Kunstlehrer dann die Kritik so, ja, hättest du ja auch nicht reinmachen können. Ich so, passt schon. So ein paar Schatten da drinnen. Gar nicht, ich kann das nicht. Ich kann Porträts malen, aber keine Proportionen, so Körper, es geht nicht. Das geht stimmt, einfach nicht. Du hattest damals ein Porträt von mir gemacht. Genau, das war richtig gut geworden. Ja, ich weiß noch. Komm! Pizza! Pizza! Pizza ist angekommen. Und gleich kommen wir zur zweiten Zeichnung. Magst du ein Stück? Gleich. Wo waren wir stehen geblieben? Also den Schuh haben wir gesehen. Das zweite, das noch kreativer und crazy war. Und da bin ich noch gespannter zu wissen, wie du darauf gekommen bist. Genau sowas so will ich auch so erfinden, weißt du? Genau auf solche Ideen will ich auch kommen. Richtig schlecht eigentlich. Und zwar diese Heißluftfrösche oder wie man sie nennen kann. Ja. So geil, oh, die Idee. Ich finde, das will schon so. Es ist so kalt irgendwie. Können Menschen nicht verstanden, ob die Frösche geköpft sind. Mm-mm. Sieht ja eigentlich aus wie eine Kindheitszeichnung, ne? Wann hast du das gemacht? Du 7 Jahre alt warst. 18. Auf der Kunstschule. Voll gut, aber also ich hab... Das ist gar nicht gut. Ich glaube, die Idee finde ich richtig geil. Thema war halt, du solltest wieder irgendeinen Gegenstand halt zweckentfremden, also halt anders einsetzen. Mir ist halt nichts eingefallen. Und die Technik war, du hast halt so eine Plastikschablone bekommen und musstest halt dann so rausritzen. Aha. Ich habe irgendwann gar keinen Bock mehr gehabt bei der, vor allem bei der Kunstlehrerin war das Thema halt dann auch. Und dann war nett und alles, aber ich hatte echt keine Lust mehr. Und dann habe ich das so richtig hingerotzt. Und keinen Bock mehr gehabt, deswegen sieht es so aus, als hätte ich das in der zweiten Klasse oder so gemacht. Ich finde es gut. Nein, also. Wie schlecht. Keine Menschen, Perspektive falsch, Schattierung ist richtig. Es ähnelt so diese ganz alten Illustrationen und Fotos von 1910 oder so, 20er Jahren, so, weißt du? Ja. Und das habe ich auch versucht in die neue Zeichnung zu bringen. Genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gezeichnet habe. Und jetzt Bedrawing und danach zeige ich dir, was ich damit gemacht habe. Okay, guck.
Ich habe diese Heißluftfrösche auch ein bisschen aufgepimpt mit so ein bisschen Deko und Fahnen auch. An dem Mund unten, so richtig wabbelig. Ja. Richtig gut. Die Fähnchen auch. Ich liebe es. Und ich habe absichtlich auch keine Menschen gemacht, weil ich wollte auch diesen... Die fliegen kalten. Einfach so. Man weiß auch nicht, leben sie noch oder nicht. Weil weiß man auch nicht. Ja, stimmt. Oh, ich liebe es. Wie du siehst, mit den Farben und so, wollte ich es so ein bisschen oldschool machen. Mhm. Man versteht nicht, in was für eine Zeit das spielt. Und ich bin echt zufrieden damit. Ich auch. Das mache ich mir als Hintergrundbild. Oh, danke dir. Sofort. Danke. Was hält ihr davon? Findet ihr das auch so genial? Was ist eure Lieblingszeichnung von dieser Folge? Was ist deine? Die Frösche. Das könnten auch so richtige Kriegsmaschinen sein. So diese Bemalung auch, so Kriegsbemalung. Ja. Und dann droppen die irgendwie so... Bomben oder so. So Kotbomben. Schießen sie sich gegenseitig ab, dann explodieren sie. Oh, weil sie voller Gas sind, das hätte ich auch malen können. Ah, genial, nächstes Mal. Ja, weil das so aussieht mit den Fahnen und so, jedes Team so eine Farbe. Und auch das Feld mit den Linien, das ist einfach exakt, das ist richtig cool. Schickt mir auch eure Bilder und wenn ihr auch solche kranken Ideen habt, eure Charaktere oder auch sowas, will ich gerne bekommen. Also schickt es mir und Instagram einfach posten mit dem Hashtag YoFalco. Oder ich habe letztes Mal auch gesagt, eine E-Mail gemacht, nur für die, die kein Instagram haben. Ja. Diese E-Mail könnt ihr mir eure Bilder schicken. Ich habe schon über so 80 Mail bekommen mit tausenden Bildern. Danke auf jeden Fall dafür. Es ist nie genug. Ja, also schickt mal alles rüber. Annika vorbeischauen. Und Falco abonnieren. Poldiccione da lassen auf jeden Fall. Die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Weil ihr wollt auf jeden Fall nicht mehr solche Videos verpassen. Sowas. Bei Annikas Instagram vorbeigucken. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in Köln. Auf jeden Fall. Sobald du hier deine eigene Wohnung hast. Ja, nächste Woche, alles klar, wunderbar. Will ich auch meine Pizza essen, also danke und bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüss.